Alright, Leute, da bin ich wieder mit Prison Architect und ihr habt mir ja schon wieder ein paar gute Tipps gegeben. Alles Sachen, die ich noch nicht wusste, obwohl ich schon ein paar Let's Plays geguckt habe, aber nicht jeder weiß Bescheid. Nun gut. Ja, einer von euch meinte, dein Gefängnis sieht so krass dreckig aus und ich weiß, muss gerade mal bei Bureaucracy gucken. Genau, wir können nämlich endlich einen Cleaner anstellen. Holen wir doch mal jemanden. Hab zwar keine Kohle, aber dann macht das Geld ausgeben doch am meisten Spaß. Bäm. Und da legt er bestimmt gleich los. Wir können ihm mal kurz folgen. Gucken, was er so als oberste Priorität sieht. Okay, geht in den Duschen sauber machen, was? Ja, brav, sehr gut. Ein Feld nach dem anderen, der kümmert sich auch um Risse in den Wänden, ja genau. Naja, und auch wenn es langsam geht, man darf es nicht unterschätzen, klappt mit der Zeit schon. So, weitere Sachen, man kann hier über die... wie soll das jetzt gehen? Kenway sitzt da gerade in Einzelhaft. Naja, der Junge hat halt immer Dreck am Stecken. Ich kann hier irgendwie über die... Teile gehen und dann sehe ich, was genau deren Problem ist. Ach so, das meint ihr. Ich krieg halt den Namen angezeigt. Ja, okay. Auch das geht. Na dann. Es kommen 21 weitere Gefangene. Das Geld sieht nicht so fit aus. Ich habe ja jetzt immer noch die 6. Alpha. Ist ja gerade die neue Version rausgekommen, aber bevor ich diese Folge drehe, wollte ich noch einmal kurz mit der alten Version rumspielen, um zu gucken, was hier alles noch nicht so läuft wie vorher. Dann kann ich es am besten vergleichen. Was machen wir denn heute alles? Hey. Okay, Incidents. Wir haben 3 Leute, die eine Heilung brauchen. Ihn hier. Ihn da oben und wo ist der nächste? Ach so, Kenway. Na, Kenway, du bist immer mein Sorgenkind gewesen, bleibst es auch weiterhin. Ja, da seht ihr, die Dusche ist richtig schön sauber. Wunderbar, sieht gut aus. So langsam haben wir ja eine ganze Menge zusammengekriegt. Weitere Duschköpfe sind jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, aber irgendwie will ich es trotzdem. Ganz kurz mal in Utilities rein, 2 neue Small Pipes verlegen. Und dann können die Arbeiter gleich mal wieder ein bisschen was wursteln. Die Frage jetzt, habe ich genug Kohle, um hier oben schnell weitere Räume anzulegen? Ich probiere es einfach mal. Materials, Breakwall. Im Grunde will ich es genauso machen wie da drüben. Hab ja hier den Raum da unten im Grunde kopiert. Insufficient Funds. Okay, so schnell kann es gehen. Na dann erstmal 2 weitere Räume. Und ganz ehrlich, bevor wir uns hier einen abreißen, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal den nächsten Grant auf, nämlich das hier. Was war's? Ein Psychologe und wir sollen ein Medical Ward, also eine medizinische Abteilung, zusammenbasteln. Machen wir das doch, aber auch wenn die Funds für was anderes waren, wir basteln jetzt allererstes mal weitere Räume für Gefangene. Mit 10.000 sollte doch genug abspringen, denke ich. Zack, 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 zack. Wo ist der Rest? Kann er nicht sein, dass du da ganz alleine für zuständig bist, oder? Den Arbeitern könnten sie eigentlich... Oh, wo hat er denn die Steine hergeholt? Der ist ein Zauberer. Mann. Ja, solche Handwerker hätte man gerne zu Hause. Ah, und da kommt der Rest. Schön, schön. So soll's sein. Und bevor sie hier anfangen, gleich die Lampen einzubauen, die landen dann manchmal in so komischen Stellen, würde ich am liebsten eigentlich gerne gleich mal ein paar Betten hinbasteln. Zack, zack, zack. Da oben nämlich genauso. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Klos setzen wir auch gleich rein. Ist ja alles das Teuerste von... Zack, zack. Und gleich haben wir uns da wieder eingebaut. Die Schlausten sind es nicht. Ah, rechts oder links? Ja, machen wir da mal hin. Das passt schon. Ah, Privatsphäre ist was anderes. Wenn man so direkt gegenüber vom Klo eine Tür hat. Mit Gittern.
Gut, Wasserin. Her mit dem Wässerchen. So, genau. Lass ich die Jungs erstmal das fertig machen. Und von wo holen wir den Strom? Machen wir da wieder so eine breites Kabel rein. Können wir eigentlich schon machen. Her damit. Und runter auf 4000. Oh, oh, oh. Ach ja, und ihr meintet, der große Fernseher ist noch kaputt oder verbuggt. Sie würden den nicht benutzen. Ich weiß, dass sie hier draußen den Fernseher auch benutzen. Deswegen probiere ich es einfach mal mit einem kleinen Fernseher. Und später werde ich auch einen Common Room hinstellen. Ich warte mal, bis der hier abgebaut ist. Obwohl, kann ich den jetzt schon hier hinsetzen? Ich glaube ja. Na, gucken wir mal. Mit einem kleinen Fernseher. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wir brauchen einen weiteren Serving Table und wahrscheinlich auch noch einen weiteren Koch. Ihr seht, ich arbeite kein bisschen an der eigentlichen Aufgabe, die wir uns gerade geholt haben. Aber solange sich keiner beschwert. Wie setzt man das hin? Ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen. Ich glaube, ich soll die Sachen so bauen. Das sieht nämlich jetzt so komisch aus, als würde es mitten im Raum stehen. Aber ich glaube, das ist so geplant. Warten wir einfach kurz. Puh, die flutneue Gefangene kommt in genau einer Stunde. Da oben wird immer noch geackert, wie bekloppt. Krankenschwester, wie sieht's aus? Müssen wir sich mal ganz kurz um Kenway kümmern? Ja, macht sie das von alleine oder muss ich sie da reinschicken? Muss ich sie ranschicken. So, kriegt Kenway auch noch ein Pflaster. Sehr gut. Und weiter mit unseren Small Pipes, damit wir hier auch einen schönen Anschluss an die Klos kriegen. Da oben ebenfalls. Und da, zack, 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 quer rüber. Das macht am meisten Spaß. Einmal quer über die Karte ziehen. Blopp. Puh, 24 Minuten. Noch ist viel zu tun. Und ganz ehrlich, noch mehr Arbeiter will ich echt nicht einstellen. Na, was ich tun werde, ich will hier hinten mal zumachen. Kann man eigentlich noch eine Zelle hinsetzen? Ja, vielleicht nicht sofort, aber ich mache da hinten schon mal die Wand zu. Was wird denn hier in der Mitte so die Big Boss Zelle? Kommt noch ein Fernseher rein für den Schlimmsten der Schlimmen. Na? Sind das 21? Ich bin gespannt. Und da muss ich direkt mal in den Einstellungen gucken, ob man das vielleicht reduzieren, wenn nicht abstellen kann. Ich habe es bis jetzt echt noch nicht gesehen. Aber mehrere von euch meinten, hey Kappa, stell dich nicht so an. Oh ja, das wäre eine ganze Menge. Da gibt es eine Prügelei. Was ist los? Was ist los hier? Und nein, Wege für die Wächter kann ich leider noch nicht machen. Dafür brauche ich noch aus dem Bürokratiebaum ein paar Neuerungen. Oh, sie hauen sich aber ganz schön aufs Maul. Ah, jetzt wird's bitter. Nein, du musst da schon rein. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da rasseln die Handschellen. 1, 2, 3, 4, 5 Leute in Handschellen. Mindestens 6. Und die Krankenschwester ist schwer beschäftigt. Ah, da brauchen wir schon fast mehr Einzelzellen hier oben. Mache ich doch gleich mal. Obwohl, ich glaube, die Türen sind da ganz schön teuer. Mal gucken. Da hätte ich dann 1, 2... Ja, machen wir es erstmal genauso wie unten. Bevor ich mir da noch irgendwie was anderes überlege. Dann brauchen wir weitere Türen. Fast schon wieder pleite. Klack, klack. Genau, setzt mir da die Wände rein. Weitere Einzelzellen. 500 für so eine verdammte Eisentür. Nun gut, wenn ihr meint. Ah, und für die ganze Menge Gefangene brauche ich mehr Wächter. Genau, zack, zack.
Haben wir schon einen weiteren Koch geholt? Ja, haben wir. Ah, cool. Der Serving Table ist an der richtigen Stelle. Perfekt. Könnte man schon fast überlegen, ob man nicht noch so eine weitere Herdplatte hinsetzt. Aber warten wir einfach mal. Noch ist ja nicht Essenszeit. Well, ihr solltet da eigentlich nicht durch. Was? Acting suspicious. Was ist denn jetzt los? Dann schicken wir mal direkt einen Wächter hin. Hat er sich etwa gerade ein Messer geholt? Na, ich habe ihn getaggt. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass da auf jeden Fall noch jemand kommt. Komm mal hier rein. Hol ihn dir mal. Egal, ob er auf dem Klo sitzt oder nicht. Der Junge. Ah, sie untersuchen ihn nicht. Search the prisoner, verdammt. Okay, wird schon irgendwie hinhauen. Holding Cell ist vollgeklatscht. Da oben, wie sieht's aus? Wie sieht es aus? Wieso ist da noch kein Strom drin? Wir müssten hier doch eigentlich Starkstrom verlegt haben. Trotzdem... Baue ich halt erstmal ein paar Türen rein. Na, wir können nur noch eine. Ich mache sie mal da rein und gucke, ob dadurch dann der Strom da drin notwendig wird. Mal gucken. Und schon wieder geprügelt. Krankenschwester, wo sind sie? Einer in Lockdown. Ja, jetzt müssen sie erstmal alle aussortieren. Dem ist langweilig. Oh, sind das viele. Kommen Sie mal hoch, Frau Krankenschwester. Da oben. Oh, nee, da sogar. Die fleißigste ist sie nicht. Man muss sie wirklich auf den Zentimeter genau schicken. Ansonsten rennt sie einfach wieder zurück und... Genau. Kümmere dich mal um Stephen Bennett. Den hat das ganz schön böse erwischt. Aber jetzt geht's ihm besser. Coolio. Da hätten wir noch einen verletzten Wächter. Was zittert ihr da oben rechts denn so? Gut, wie sieht's aus? Finanzen. 173. Was brauchen wir? Wir brauchen verdammt nochmal Fenster. Und jetzt weiß ich, wieso es so voll ist. Wieso passiert's mir denn jedes Mal? Rooms. Holding Cell. Nein. Cell. Genau. Eins. Zack. Bumm. Klatsch. Können gleich wieder ein paar ausgesondert werden. Und ich habe schon wieder vergessen zu gucken, wo ich die nächsten Gefangenen vor morgen ausstelle, denn das werden mir doch ein bisschen viele. Jetzt kommen die ganzen Wächter hier mit. Nehm den mal ebenfalls noch. Oh ja, jetzt wird's voll. Und, ist genug Essen? Bin noch nicht sicher. Und da geht's gleich los mit dem Prügeln. Ah, wie heißt er? Dan Gilmore. Das hat aber nicht lange gehalten. Wie er wegrennt. Nee, getting food. Aber das klappt mit den Metalldetektoren. Die Idee, den hier hinzusetzen, ist auch super. Werde ich so machen, sobald ich mir das echt leisten kann. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wo könnten wir unter Umständen was einstellen? Bestimmt nicht hier, oder? Nein. Dann, 9-11 ist nur eine Fire Engine. Deployment können wir noch nicht machen. Wie sieht's denn hier aus? Können wir irgendwie rein in die Dinger? Nee, geht auch nicht. Staff. Wo wäre das? Wo wäre das? Kappa, stell dich nicht so an. Utilities. Wir sehen ja, hier ist alles gut. Okay, da oben könnte noch Wasser ran. Ups, wo ist der jetzt hin verschwunden? Holen sie ihn gleich mal wieder zurück. Naja, irgendwer macht schon was. Wo habe ich noch Einstellungsmöglichkeiten? Kriegen wir das eigentlich hin, die alle zu versorgen? Naja, mittelmäßig. Aber es wird nicht weitergekocht. Hier schmeißt er oben die Gartenschere weg. Sauber ist es. Naja,
Okay, aber wir haben erstmal die Mittagspause überstanden. So, jetzt reicht's mir. Jetzt wird mal ganz kurz auf Stopp gedrückt. Ah, nee, kein Lockdown. Hier oben war der Lockdown-Knopf, den habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Wenn hier wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, können wir da oben alle Türen zumachen. Wo waren denn meine Untersuchungsfolder hier? Irgendwo hatte ich hier doch noch zusätzlich Einstellungen. Das sind meine Grants. Hier im Report vielleicht? Prisoners. Ah, okay, eins verstehe ich. Ich kann hier natürlich auch Hochsicherheitsleute, also Hochsicherheitsgefangene reinbringen. Ich habe gerade so viele. Nein. Ah, man kann sie sogar so anwählen. Sehr cool. Das werde ich diese Runde noch nicht machen. Wie sieht's aus? So kommen wir an unsere Arbeiter ran. Okay. Wenn ich jetzt sage closed, bedeutet das, dass keine normalen Gefangenen mehr dazukommen? Ja, your prison is closed to new inmates. Sehr gut. Okay, dann erstmal weiter und Geld verdienen. Denn unser Schnitt sieht gerade extrem gut aus. 2700 geben wir aus, wir kriegen 6000 rein. Na dann, her mit der Schütte. Und guckt ihr fern? Watching TV. Er steht zwar direkt vor dem Fernseher, vielleicht hat er einfach nur schlechte Augen. Aber es klappt. Was machst du? Exercising? Ja, er rennt ein bisschen um den Yard rum. Der ist für die ganzen Gefangenen ein bisschen klein, aber was soll ich denn gerade schon machen? Big Bad Boy, Alex Denning. Ja, was ist in dem neuen Update dazugekommen? Das seht ihr in der nächsten Runde, im nächsten Teil, den ich hochladen werde. Zum einen geht es wohl darum, dass Türen, die komplett geschlossen sind, ich bin mir noch nicht sicher, ob die, wie jetzt zum Beispiel bei uns in der Küche, die zum Beispiel, die gelockt sind, wo nur Staff, also nur Angestellte durchkommen, dass die nur aufgeschlossen werden können durch Wächter. Keine Ahnung, ob es genau so läuft. Jetzt wollte ich ganz fix gucken. Auch die sitzen einfach nur. Einer guckt fern. Gut, sobald wir Kohle haben, können wir uns auch um einen Gesellschaftsraum kümmern. Nur wundere ich mich gerade, wo unser Hausmeister rumläuft. Hallo, Herr Hausmeister. Okay, du cleanst den Storage. Das kannst du machen. Ist ja in Ordnung. Ich will nur nicht, dass er irgendwo rumgammelt und sich nicht drum kümmert, denn das Gefängnis selbst ist hier noch ganz schön zerhackt. Die Wege sind kaputt. Also ich weiß, das irgendwie ist kein Bug, aber sie haben es noch nicht ganz drin, dass der Hausmeister auch einzeln in die Zellen reingeht und hier alles sauber macht. Deswegen sehen die eigentlich immer zerhackt aus. Aber noch läuft alles. Die Holding Cell ist nicht zu krass voll. Können hier bald eine Schleuse reinsetzen. Darauf freue ich mich. Das ist echt eine super Idee. Hier die Schleuse reinsetzen mit einem Metalldetektor in die Mitte. Das ist gerade so ein Weg, wo die Leute andauernd rein müssen. Klar, einmal am Tag oder sogar zweimal am Tag müssen sie ja auch hier in die Kantine und werden dann gecheckt. Aber besser mehrmals. Was sollten wir denn hier noch machen? Administration Center. Wir sollen in den Finanzbaum rein durch die Bürokratie. Okay, können wir machen. Finanzbaum. Und dann einen Accountant anstellen. 500 haben wir aber leider nicht. Nee, das muss erstmal warten. Ich stell die Geschwindigkeit mal hoch. Und dann gucken wir einfach mal zu, was passiert. Da oben ist auch noch kein Chaos ausgebrochen, weil die Jungs besitzen nämlich noch nicht mal Fenster. Aber was soll man machen? Wieso habt ihr das hier eigentlich immer noch nicht geschafft? Mal ganz kurz in die Utilities. Kleine. Ja, jetzt müsste es klappen. Board. Du hast Bücher. Lies was. Ups. Wo geht's ab?
Your prison is close to new inmates. Ja, wo komme ich ran? Na, es wird mir nicht angezeigt. Wo prügelt ihr euch denn gerade? Irgendwer hat nämlich gerade... da oben. Hello. Na, hol dir den mal. Der hält ja ohne Ende was aus. Der daneben genauso. Hallo, Herr Wächter. Wie wär's? Einfach mal rauskommen. Dem da oben eine verpassen. So, ganz kurz normale Geschwindigkeit, Krankenschwester holen. Schon wieder Kenway. Kenway ist echt, den müsste man schon fast als Hochsee... Oh, nein, jetzt habe ich die Krankenschwester gerade gefeuert. So ein Naja. Hey, prügelt ihr euch untereinander oder kommt der Wächter da nicht durch? Ich glaube, wir brauchen größere Türen. Mehr Wächter. Hallo. Was steht hier oben so rum? Ach ja. Das Leben als Gefängniswärter ist nicht einfach. Ich werde mein Gefängnis ab jetzt mit eiserner Hand führen. Wenn ich genug eiserne Hände einkaufen könnte. Die haben... Na, da bringt er den Simon Jerome rein und der rennt sofort los und holt sich was zu futtern. Solitary, sind die als Solitaries? Ja, die sind schon... Da könnten Leute rein. Ah, und da kommen endlich die Rohre. Ein wenig holprig. Da ist das erste Rohr verlegt. Ja, das andere kannst du da gleich mitnehmen. Kannst du gleich mitnehmen, mein Guter. Da ist er zu lahm. Da kommt dann extra einer aus dem Storage Room und schließt da wunderbarerweise zack das Wasser an. Super, noch eine Zelle offen. Ach du Scheiße, blutet der etwa? Nee, der ist nur ausgenockt. Ich kann gerade keine neue Krankenschwester anstellen. Das war eine blöde Aktion. Ah, passiert. Kriegen wir es hin? Wir kriegen es hin, fast alle Leute zu versorgen. Woran liegt es? Brauchen wir... mehr Cooker oder einen neuen Koch? Reichen die Serving Tables nicht? Bin mir nicht sicher. Manslaughter. Verdammt nochmal. Ja, ich hatte schon mal die Erfahrung... Mal gucken, passiert jetzt was? Ah, holt er ihn ab? Ja, er holt ihn ab. Sehr gut. Und da wird schon wieder geprügelt. Hinder, aber ganz fix. Ja, es ist Denning. Hau ihn um. No, der hat aber schnell aufgegeben. War okay. Upp, 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 upp. Sie werden... Ich weiß nicht. Oder kommt mir es nur so vor? Es ist ein bisschen viel Blut in unserem Gefängnis. Ich habe das Gefühl, sie werden so auf Dauer ganz schön unwirsch. Aber ich gehe davon aus, dass wir erstmal genug Wächter haben. Klar, kann man wahrscheinlich nie genug haben. Können wir mal ganz kurz checken, wie viele sind es denn im Ganzen? Wir haben 9 und wir haben wie viele Gefangene? 45, das heißt 5. Ah, könnten wir sogar 9 anstellen. Ja, sollten wir wahrscheinlich tun. Was macht er denn hier? Injured? Der Tim Clark, aber was steht der hier noch rum? Kannst du ihn nicht einfach mitnehmen? Los, take him. Nö. Dann bleibt er halt da sitzen. Und Gordon, seriously injured, ist ernsthaft verletzt. Wenn hier nicht ganz schnell mal Geld rumkommt, kommt das immer nachts um 12 vielleicht? Ich mach mal einen Trommelwirbel, weil wenn wir kein Geld kriegen, verblutet uns hier Mark Gordon. Na komm. Money? Yes, ein Glück. Wir können uns ganz dringend wieder ein Doktor holen. Für 1000. Was für rausgeschmissenes Geld. Kann sich Madame nämlich gleich mal um unsere ganzen blutenden Leute kümmern. Da oben haben wir nämlich noch einen. Nee, den Schlafenden musste er nicht verarzten. Aber ihn. Sehr schön. Hatten wir hier unten nicht noch einen verletzten Wächter? Ja, genau. Hallo, Frau Doktor. Hier ist ein Guard verletzt.
Tom Piddock. Tom Piddock, was wollen Sie zu Ihrer Verteidigung sagen? So, und welches Gefühl habe ich, brauche es, gibt es gleich mal einen neuen Wächter. Mit dem neuen Update brauchen wir den sowieso. Ach was, in die Holding Cell geht der Hausmeister, um sauber zu machen. Na, das sind ja mal komische Änderungen hier. So, gab es irgendwas ganz Wichtiges? Wir brauchen ganz dringend Fenster, ansonsten rasten die Jungs da oben aus. 1, 2, 3, 4. Okay. Da ist schon wieder zwei Schwerverletzte. Einmal ein Wächter, dem es ganz schön übel geht. Aber die Krankenschwester ist auch fleißig dabei. Da haben wir eine bessere erwischt. Krankenschwester 1. Nennen wir sie Hertha. Nicht die fleißigste. Komm, hol ihn dir. Sonst haut er ab. Was machen die da eigentlich? Sie läuft mit einer riesigen Spritze auf ihn zu und dann dreht er ihr den Rücken zu. Naja, wahrscheinlich. Kriegt er nur eine Spritze in den Hintern oder sowas. Unconscious. Na dann, schnapp ihn dir und mach ihn mal conscious. Der war nämlich fast krepiert. Oh, da oben ist noch einer, der am Bluten. Das war aber überdringend. Sonst passt alles. Hallo, Workman. Du glitscht einfach so ein bisschen durch die Wände durch. Oh, schon wieder eine Prügelei. Was ist los? Er versucht auszubrechen. Hol ihn dir. Das ist so echt ein Kaputtnick. Bam. Auf die Fresse. Der hält aber was aus. Komm, kriegt gleich eine Heilung. Oh, so, aber es geht erstmal. Wir hatten 21 dazu gekriegt und auch wenn es, ja, alles ein bisschen holprig ist, wir kriegen die Sache geschaukelt. Vielleicht noch einen weiteren Koch, einen weiteren Tisch in der Kantine und dann mit dem Geld, was reinkommt, ein paar weitere Einzelzellen. Es geht. Wunderbar. Bei dem Chaos würde ich einfach mal sagen, oh ja, hier, Simon Lee prügelt auf sein Klo ein, was man halt so macht, nachts um 3. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute!